Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, es hat sich einiges getan zwischen der letzten Folge und dieser, obwohl nur ein Tag vergangen ist, habe ich sozusagen die Zeit genutzt und mehrere Stunden am Stück gespielt und einige, ja, kleinere und größere Fortschritte für unser Spiel erreicht. Allen voran, wir haben die Questreihe von Archibald Blake abgeschlossen, damit wir jetzt die Great Eastern haben. Und die Great Eastern können wir jetzt quasi auch als Kriegsschiff verwenden, beziehungsweise als Expeditionsschiff, weil das extrem viel mehr Platz bietet, das Ding. Und das geht auf jeden Fall bald auf die Arktisreise, denn das war ja das erklärte Ziel in der letzten Folge, dass wir hier quasi die Mission Richtung Arktis machen können. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass wir hier eine Explosion haben. Und das werden wir gleich einmal reparieren. Genau. Dann habe ich die ganzen Routen überarbeitet. Und zwar, es hat jetzt jedes Schiff oder jede Route hat jetzt ein einzelnes Schiff, außer die Baumaterialroute, die quasi Ground Falls mit Zementfenstern und Stahlträgern versorgt. Aber sonst ist alles optimiert und alles mit einem Schiff bestückt, dass wir quasi die und das sich jetzt nicht mehr kümmern müssen. Ich habe dann noch ein paar Rathaus-Items eingesetzt, ein bisschen umgebaut und im Großen und Ganzen nicht viel verpasst. Also du hast nicht viel verpasst und ich würde jetzt mal sagen, wir werden das Schiff dann quasi vorbereiten für die Mission in die Arktis. Aber zuvor möchte ich mir noch etwas ansehen und zwar, wir haben in Cap Trelawney den nächsten Erfolg bzw. den nächsten Abschnitt für die Speicherstadt freigeschaltet. Nämlich, wir können jetzt ein paar neue Module bauen, da wir hier mit Kaffee handeln. Und das funktioniert recht gut. Wir sind da wirklich randvoll ausgestattet. Und deswegen können wir jetzt Module bauen. Also weil wir dieses Ziel erreicht haben, ich zeige dir das jetzt. Wir haben jetzt hier ein Ziel und zwar das nächste wäre dann bei 2500. Ich schaue nur mal schnell, wie das dann da weitergehen würde. Aha, 2500, genau. Also bei 2500 hätten wir das, bei 4000 hätten wir das und bei 7000 hätten wir das. Das passt mir jetzt richtig gut. Dann schauen wir mal, beziehungsweise das können wir eigentlich lassen, weil Kaffee haben wir genug. Den Rest verbrauchen wir eh selber. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz schauen, das legen wir ab. Ich möchte jetzt nur ganz kurz schauen, was wir da noch an Eigenproduktionen haben. Tatsächlich nichts mehr. Also wir müssten jetzt rein theoretisch keine Fischproduktion haben. Haben wir nicht. Keine Schnaps und Kartoffeln und auch keine Arbeitskleidung. Und das ist gut. Das heißt, wir werden dann einmal sowieso neue Gebäude bauen müssen. Jetzt werden wir mal die Speicherstadt aufrüsten. Bin ich schon wieder verdrückt. Und zwar würde ich gerne neue Module dran setzen. Also wir haben eine Anlegestelle mehr. Die würde ich natürlich gerne nutzen. Schauen wir mal, wie könnte man das am besten machen. Ballade Kay. Oder sogar. Kann ich das, wenn ich dich jetzt drehe? Okay, das würde nicht gehen. Gilt das als angeschlossen? Scheiße. Als gilt das quasi als angeschlossen. Sieht nur doch komisch aus. So sieht es angeschlossen aus. Genau. So lassen wir das. Dann werden wir da jetzt dann noch ein paar Gebäude dazu kaufen. Und zwar können wir noch ein Exportbüro anschließen.
Aber das Ganze gilt als angeschlossen, oder? Ja. Genau, weil es wird komplett eingerahmt, wenn man mit dem Mauszeiger drüber fährt. Es ist nämlich schon wichtig, weil es wäre ja fatal, wenn wir da bauen, 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 aber nichts dazu bekommen würden. Lieber effizient als komfortabel, hm? Und noch eine Anlegestelle und die würde ich gerne wenn ich dich jetzt das so herbaue nehme dich aber und versetze dich da dran. Gilt das auch als angeschlossen? Perfekt. Haben wir noch ein Modul, was wir kaufen können? Nein. Alles gekauft. Lagerplatz erweitert. Wir haben jetzt für 3000 Tonnen Lagerplatz und eine neue Anlegestelle. Anders dran setzen. Na, lassen wir das so. Hauptsache, es ist angeschlossen. Der Rest ist mir ehrlich gesagt egal. Es muss ja kein zusammenhängendes. Also im Sinne, so muss es schon zusammenhängen, aber es muss ja nicht unbedingt optisch so zusammenhängen und vor allem das passt schon so, das können wir durchaus so lassen. Wichtig ist, wenn es seinen Zweck erfüllt. Wie sieht es jetzt aus? Wir haben 3000 jetzt 3565. Können wir neue Items setzen? Nein, können wir aktuell nicht. Aber wir müssten rein theoretisch Import-Export genau betreiben können. Und da würde ich ganz gerne. Kaffee haben wir ja genug. Da würde ich ganz gerne wieder mit Kaffee weitermachen, dass wir wenigstens eins dieser Teile ziemlich weit oben haben. Oder wir starten mit einem neuen Handelsgut. Was könnte man denn da verwenden? Überleg gerade, was wir da am besten nehmen könnten. Pelzmäntel? Nee, muss nicht unbedingt sein. Gulasch vielleicht? Was könnte man sich denn für Gulasch nehmen? Was bietet er mir denn an? Tortillas und Bananen. Okay, da kriegen wir noch nicht wirklich was Gutes dafür. Aber wir könnten rein theoretisch. Ah, ich hätte gern Melonen. Import, Export 6 haben wir aktuell. Feuchte Melonen, das wäre nämlich toll. Na, wir werden Gulasch. Genau. Das ist ein guter Tausch, denn Gulasch brauchen wir für die Weltausstellung. Die haben wir auch noch zu tun. Genau, da haben wir auch noch was zu tun. Beziehungsweise wir gehen jetzt mal in den Palast, denn da müssen wir noch was machen. Wir können im Palast zwei neue Module dran setzen. Das heißt, wir nehmen einmal das hier. Einmal das hier. Den nehmen wir weg und setzen ihn hier rein.
36 und 36. Da braucht man nichts Neues machen. Das läuft, das sieht gut aus. Und eventuell könnten wir da jetzt mit Ornamenten arbeiten. Was haben wir denn hier? Babylon? Könnte man reinsetzen, hm? Springbrunnen, genau mittig. Dänischer Garten. Ich suche etwas und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das finden könnte. Und zwar haben wir ja so viele verschiedene... Da weiß ich auch, was ich wollte. Ich wollte einen Leuchtturm mal setzen. Wir haben noch gar keinen Leuchtturm. So, jetzt haben wir einen Leuchtturm. Das sieht auch cool aus. So. Und zwar gibt es doch da diese fertigen, schönen Dinge. Und noch da so einen Iris umringten Brunnen. Das war jetzt wieder klassisch. Verschönern. Dass der Palast ein bisschen schöner aussieht. Eine Reiterstatue. Ja, die kommt in den Innenhof, nämlich genau da rein. Und genau da rein. Ich verliebe mich gerade wieder in die Detailarbeit. Steinblumenkübel. Was ist das hier? Das brauchen wir auch nicht. Twitch Drop Ornamente. Eine Holy Glitfer Säule. Die könnten wir aber ohne weiteres da hier setzen. So. Gut, also wo die restlichen Ornamente sind, kann ich aktuell nicht sagen, beziehungsweise da sind sie ja theoretisch. Auswahl neues Saatbeet. Eine Option für Pfadornamente zu ihren kulturellen Gebäuden hinzu. So, das heißt, ich müsste es theoretisch hier haben, oder? Badornamente. Ich sollte vielleicht, genau. So, jetzt müsste das ja theoretisch hier irgendwo auftauchen. Okay, das heißt, jetzt sind die da drinnen. So habe ich mir das vorgestellt. Das heißt, wir haben insgesamt 9 weiße. Ah, die darf ich nur da dran setzen. Ja. Darf ich offensichtlich nur da dran setzen. Pusht das jetzt eigentlich?
das jetzt eigentlich? Unsere 364. 3604. Tatsächlich, da gibt es wirklich was dafür. Ja gut, das könnte ich dann auch irgendwann einmal offscreen machen, weil ich will mich jetzt nicht so lange damit beschäftigen. Tatsache ist, dass das jetzt gar nicht so schlecht aussieht. Was wir eventuell noch machen könnten, ist eine Kleinigkeit würde ich noch gern tun. Und zwar, ich habe da vorhin irgendwo Wege gesehen. Jetzt sind sie da. Okay. Gehen. Würden tatsächlich da auch reinpassen. Das habe ich jetzt wieder geschickt gemacht. So, dann machen wir das so. Gut. Gerader Pfad. Wir ziehen da tatsächlich. Wie würde das denn aussehen? Ja. Ja, sieht cool aus. Lassen wir fürs Erste so. Gut, dann haben wir das auch erledigt und jetzt machen wir mit der Weltausstellung weiter. Was hast du für ein Problem? Schienen besetzt. Okay. Deswegen kriegst du kein Öl, oder was? Naja, hat die noch genug Öl. Direkt anschauen. Ich werde jetzt was probieren und zwar werden wir da jetzt da gleich einmal dieses Problem beseitigen. So. So. Jetzt haben wir da ein bisschen mehr Gleise gebaut. Wird das ja hoffentlich ein bisschen besser laufen, ja, mit dem Strom. So, und jetzt schauen wir, was wir da in der Weltausstellung machen können. Wunder der Architektur? Nein, ich hätte gerne ja, ein bisschen was Wissenschaftliches. Da können wir mal das hier machen. Drei seltene und ungewöhnliche Maschinen und Erfindungen. Nabereien und Häppchen. Bananen, Brot und Bier. Das heißt,
Bevor wir da jetzt damit starten, gehe ich zurück in die alte Welt. Da habe ich ein paar Schiffe, die ich noch keine Aufgaben haben. Das ist die Abfallpelz. Ich hatte nämlich was probiert. Das wird jetzt die Weltbanane. Die Weltbanane ist nämlich ein Bananendampfer, der die Bananen von der neuen Welt, nämlich von Bravos, nimmt er da jetzt einmal ein paar Bananen mit. Genau. Und liefert sie ins Kap. Ladet das Gute hier aus. Ja. Dann gehen wir da auf Routen. Da müssen wir umändern. Dann sollte der jetzt schon losgefahren sein. In der Zwischenzeit gehen wir schnell in die neue Welt rüber. Und der Bananendampfer, der Abfallprodukte bringt. So, mein lieber Freund, du machst einmal kurz Stopp. Kommst zurück. Zeit bitte auf schnell. Wir wollen ja ein bisschen was erreichen in der Folge. Dann sollte das eigentlich klappen. So, nicht über Bord werfen. Bleibst du jetzt da mal kurz stehen? In der Zwischenzeit, wir haben genug Kohle. Investieren wir da wieder in ein paar mehr Lagerplätze. Platz mehr. So. Darf sich das da jetzt ein bisschen mehr austoben und sollte eigentlich ordentlich gefüllt werden können. Was haben die für ein Problem? Keine Kaffeebohnen mehr. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Da brauchen wir gerade so viel Kaffeebohnen? Wir haben doch nachjustiert, oder? Wir haben doch irgendwo da nachjustiert. Tatsächlich, wir haben ziemlich viel Kaffeebohnen. Gut, das sieht einmal jetzt nicht so schlecht aus. Es darf auch gerne so bleiben, derweil. Wichtig ist, dass das Schiff eben oder jetzt ein paar Bananen mehr bekommen. 3250 Tonnen können wir lagern. Das heißt, die Lager werden jetzt gefüllt. Und dann passt das auch. Wir gehen jetzt zurück ins Kap. Schauen wir mal. Ja, die 30 Tonnen Bananen, die uns noch fehlen. Und 10 Minuten hätten wir noch Zeit. Die alte Welt. Lassen wir das einmal so und hoffen, dass sich das ausgeht. Ich glaube, das mit den Furnieren ist auch nicht mehr notwendig.
Können wir auch die Produktion einstellen. Und dann hätten wir das erledigt. Also gut, wir haben den Hafen ausgebaut. Wir haben den Palast ausgebaut. Ich habe mir da nämlich eine Notiz gemacht. Und jetzt ist eigentlich das nächste Ziel, noch ein paar mehr Arbeitskräfte in die Stadt zu bekommen. Und das würde ich ganz gerne tun. Und zwar, wenn wir da mal die Straße hier verlängern und hier verlängern. Und dann würde ich ganz gerne... Würde ich ganz gerne hier auch mal wieder sowas da so machen, gleich so einen Block hier. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Drehen wir das Ganze mal. Geht sich wahrscheinlich jetzt mit dem Rathaus hier nicht aus. Kriegen wir das hier noch irgendwo hin? Ja, stellen wir hier ein Rathaus hin. Dann müssen wir hier ein Rathaus reinstellen. Das heißt, wir werden jetzt einmal das entfernen. Wir werden da mal rübersetzen. Auch neu platzieren. Muss ich euch auch noch entfernen? Na, dann kommt ihr da mal rauf. Und dann, ja, machen wir das so. Straße so, dann machen wir die Straße so. Dann können wir das hier mal entfernen. Können wir noch entfernen. Mal wieder ein paar neue Arbeitskräfte mehr, beziehungsweise ein paar neue Einwohner mehr. Wir können im Gegenzug gleich einmal schauen, was wir noch upgraden können. Sieht gut aus. Das nehmen wir auch noch mit. Dann lassen wir das einmal fürs Erste so. Das soll sich neu einpendeln. Die Güter sollen neu produziert werden. Ja, das geht sich leider nicht mehr aus mit den Bananen. Beim nächsten Mal halt dann. Gut, da sind wir auch fertig. Wie sieht es hier aus? Haben wir schon Gulasch bekommen? Öffnen zu können, das gefällt mir. Na, ein bisschen Gulasch haben wir schon bekommen. Gar nicht so schlecht. So. Und jetzt gehen wir mal in die alte Welt zurück, denn neue Errungenschaft, was haben wir hier? Großer Aussteller. Okay, pusht das auch wieder ein bisschen was, oder? So, wo ist denn jetzt eigentlich die... Genau, hier ist es. Können wir hier auch noch neue Module dran setzen? Tatsächlich. Kann ich euch drehen eventuell? Darf ich nicht mehr. Das können wir noch machen. Ein Verladekey können wir noch hinsetzen. Was können wir noch setzen? Hafenmeisterei, Exportbüro, das ist ganz wichtig. Kriegen wir noch eine neue Ding dazu? Anlegestelle. Stellen können wir bauen.
4 Anlegestellen. Wir haben hier sogar 4. Bauen wir da gleich einmal 4 Anlegestellen. 1, 2, 3, 4. Können wir noch eine bauen? Nein. Dass wir das den Radius da reinkriegen. So. Ja, das passt. Das können wir noch bauen. Reparaturgang brauchen wir keinen. Hafenmeisterei. Wäre jetzt nicht notwendig, aber. Lass mal sehen, jetzt können wir da sogar. Hafen-Items könnte man da jetzt sogar reinsetzen. Was haben wir noch? Talskosten? Nee. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Und die erste Weltausstellung haben wir gestartet. Wir haben den Hafen ausgebaut. Wir haben den Palast ausgebaut. Und jetzt möchte ich noch ganz, ganz, ganz dringend etwas nachschauen. Und zwar möchte ich gern ein Item kaufen. Wie sieht's aus mit der Kohle? 13 Millionen? Na gut, das läuft. Ich brauche ein episches Item, das Salima. Der Vorhang ist gefallen. Mal sehen. Na, das ist für Schiffe, genau. Mal fertig. Tatsächlich. Ah, da kann man sich sagen, was man haben will, aber das wollen wir eigentlich haben. Was kriegen wir? Fangeisen. Jagdhütten. Naja, warum nicht? Sicherheitsseilfahrt. Alle Bergminen. Wunderbar. Können wir noch was machen? Gleich die nächste. Was könnte man denn dann noch? Naja, das. Botanik brauchen wir nicht, Archäologie, ich würde schon gerne da in die Teile hinein investieren. Auf jeden Fall mehr Investoren. Dann lassen wir das einmal. Schauen, dass wir da noch ein paar mehr Investoren bekommen. So. Da haben wir einen ordentlichen Sprung an Investoren gemacht. Dafür haben wir jetzt keine Ingenieure mehr, aber das ist nicht so tragisch. Das ist eh der nächste Schritt, dass wir da auch noch weiter tun. Und das schauen wir sich dann in der nächsten Folge an. Wichtig ist einmal, dass wir jetzt insgesamt über 10.000 Investoren haben. Dann da können wir jetzt ja eigentlich genau das hier machen. Brauchen wir viel für eure Rettungszeit 40 Minuten bestätigen. Also wir brauchen Gulasch, das haben wir, brauchen Felle, wir brauchen Sekt. Das einzige, was wir nicht haben, ist Felle. Und das machen wir jetzt ein bisschen anders. Und zwar gehen wir jetzt noch einmal schnell in die neue Welt zurück, starten den Bananendampfer da wieder. Die können jetzt ordentlich produzieren. Nebenbei gehen wir zurück in die alte Welt. Kisten unter Deck. Ja, das machen wir mit euch beiden. Mache ich das. Und zwar, du ladest mir jetzt einmal ein. Fälle. Du ladest mir ein Fälle. Und euch beide gehe ich ins Kap. Das schauen wir sich dann in der nächsten Folge an, wie wir das Ganze am besten hinbekommen. Wir werden jetzt nicht mehr weitermachen, wir sind bei 35 Minuten angelangt. Ich starte die nächste Folge gleich hier an dieser Stelle, denn ich brauche unbedingt eine Susanna, die Dampfwagen-Ingenieurin, denn
Wir brauchen als nächstes Dampfwegen. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Anno 1800. Servus.